Ohrensex, ein Audioschnipsel, spontan gesprochen von Sonja Volk. So oder so ähnlich könnte die Überschrift für diesen echt coolen Tag lauten. Ich habe heute ein sehr, sehr geiles Interview mit einem lieben und sehr wertgeschätzten Kollegen von mir geführt. Und ihr werdet es morgen, genau genommen morgen früh, auf meiner Fanpage entdecken. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und wenn ihr diesen Mann hört, das ist Ohrensex pur. Der hat eine so geile Stimme. Und er und ich haben eine Sache gemeinsam. Nein, nicht Sex. Wir haben eine Sache gemeinsam. Wir lieben Stimme. Wir lieben es, mit der Stimme zu spielen, zu verzaubern, zu verführen, zu faszinieren, zu inspirieren, zu motivieren, zu sprechen, zu schweigen, zu texten. Und einfach wirken zu lassen. Worte kann man wörtlich nehmen. Und es ist einfach so geil, wenn du auf Gleichgesinnte triffst, die ganz genau wissen, was du bewirken kannst, wenn du dir deiner Wirkung bewusst bist. Das heißt, ein Wirkungsversprechen abgibst und ganz genau weißt, wie deine Stimme klingt. Wenn du fordernd bist, wenn du einfühlsam bist, wenn du mitfühlend bist, wenn du ganz genau weißt und Klarheit vermittelst, wie es ist, wenn du mit Stimme Stimmung machst, wenn du die 0180 878 6046 sprichst, meine ehemalige Telefonnummer in der Vermögensberatung, oder wenn du sehr klar und souverän zum Ausdruck bringst, dass du davon überzeugt bist, genau zu wissen, was du eigentlich sagen möchtest. Worte kannst du wörtlich nehmen und Stimme macht Stimmung. Und ihr merkt, ich bin gerade genau im richtigen Modus. Ich habe gerade megamäßig viel Lust, mein zweites Hörbuch einzusprechen. So völlig spontan und frei improvisiert die Kunst der freien Rede nutzend, zu wissen, was du sagen kannst oder zu wissen, wo du schweigen kannst, wenn es Zeit ist, nichts zu sagen. Und ja, mit diesem kurzen Impuls möchte ich euch einfach den Dienstagabend versüßen und euch dazu animieren, motivieren, inspirieren, mitnehmen, einladen, was auch immer ihr gerade wollt, auf eine kleine Reise der Gefühle, der ja in sich bewusst werdenden Wirkung, was du alles so erzeugen kannst. Und gerade die Marketer unter euch, die Vertriebler, die Verkäufer, wissen das oder werden spätestens jetzt mitbekommen, welche Wirkung Stimme hat und dass Stimme Stimmung macht, in die eine wie in die andere Richtung. Das ist von 0,190 ein total verführerisch geiler Abend, bis hin zu sehr klar, ausdrucksstark, wissend, was du willst. Alles kann und nichts muss. Also in dem Sinne, ihr merkt, ich laufe gerade zur Hochform auf. Es ist meine Uhrzeit, es ist meine Zeit, in Aktivität zu kommen. Daher, ich werde mich jetzt ans Mikrofon schwingen und das zweite Hörbuch einfach mal spontan einsprechen. Und lasst mal raten, zu welchem Thema. Das erste und tada, der Deckel wird gelüftet. Heißt, Klarheit siegt. Das, wofür mich viele Menschen schätzen, eben für genau diese Klarheit, die es braucht, um zum Ausdruck zu bringen, was du ausdrücken möchtest, um das anzuziehen, was du anziehen möchtest, um die Wirkung zu haben, die du erzielen möchtest. Und daher, lass dich überraschen, was das zweite Hörbuch wird. Diejenigen von euch, die meine Geschichte kennen, haben eine leise Ahnung, eine, wie soll man es nennen, Intuition, Bauchgefühl. Sechsten Sinn, siebten Sinn, nenn es wie du willst, es ist mir egal. Aber ihr habt eine leise Vorahnung, worum es gehen könnte und ich bin total aufgeregt und ich finde es so geil. Und das Schönste ist, ich habe gerade eine Datei wiedergefunden und einen Zettel und nichts passiert aus Zufall. Es fällt zu, was fällig ist, die Kunst der Pause. Und es fiel zu, was genau fällig ist, denn ich fand eine Datei und den besagt dazugehörigen Zettel mit der Überschrift des Buches, was ich damals vorhatte zu schreiben, als ich noch in der Vermögensberatung war. Naja, und alles findet zu ihrem Ursprung zurück oder zu seinem Ursprung zurück. Das heißt, die Kreise schließen sich und vielleicht back to the roots. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Was hat Authentizität, sich zeigen, Klarheit, dienen, verkaufen, miteinander zu tun? Und wenn das möglicherweise ein kleiner Hinweis darauf sein könnte, worum es in dem nächsten Hörbuch geht, dann seid ihr die Ersten, die es jetzt mitbekommen habt. Also in dem Sinne einen super schönen, inspirierten Dienstagabend, eure Sonja.